Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eternium. Es geht weiter. Wir haben hier wunderbar zwei Skills abgeschlossen, die wir eigentlich zwar nicht brauchen. Achso, tötet den Schatten schon. Genau, ansonsten haben wir Frostblitz, Frostnova, Blinzeln, die drei passiven Skills, alle auf Max-Level. Und werden hier in der Story nun weitermachen. Was haben wir sonst so? Wir haben noch tägliche Logimmelung, einen mittleren Schatz erhalten. Den wir uns mal kurz angucken werden, der absoluter Crap ist. Aber immerhin etwas für unsere Ausschlachtbank. Da sind wir einfach schon bei Tausenden, 7000 Silbererze und restlichen Krams. Wunderschön. Müsste ich theoretisch auch mal sortieren, hm? So, grün zu grün, blau zu blau und so weiter. Finde ich schon nicht verkehrt. So. Sieht schon mal hübscher aus, oder? Champion Level hat sich, glaube ich. Oh, ich glaube, ich habe vielleicht was geskillt. Kann sein. Ich habe hin und wieder wahrscheinlich mal die Dings gemacht. Die. Sag schon. Die. Schlüssel. Die Schlüsselfrau. Und wir gehen jetzt zum Drachenfelsen. Ne? Wir haben gar nicht mehr so viel. Raga namens Herrschaft. Der Hüter Garm bewacht das Drachenbrut im Zentrum von Drachenfels. Er könnte unter Ragadams Kontrolle stehen oder sein Gefangener sein. So oder so. Von dort hat der Alchemistenverderbter das Drachenblut. Auch eine riesige Map. Wenn wir uns mal ganz kurz die Karte angucken, sehen wir... Die ist echt gigantisch. Guckt euch die, bitte diese Karte an. Ohne Scheiß. Das geht einfach bis hier oben hin. Das ist echt eine Mission. Und dachte ich mir auch so, wow, Alter. Kleiner geht die Map auch nicht, ne? Ups. Hier habe ich tatsächlich auf 1 diese Schatten. Diese tödlichen Schatten. Ja, wir natürlich komplett wieder erkunden, ne? Okay, also hier, die ganzen Maps ändern sich tatsächlich nicht allzu viel. Es ist immer eine schwebende Insel. Mit Lava. So, ne? Da ist eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Wir müssen erst alle Gegner besiegen. Und wenn ich hier mal hingehe, passiert nichts. Müssen wir so einmal hier. Also ich finde die tödlichen Schatten jetzt nicht so geil, muss ich gestehen. Ne? Ich würde tatsächlich gerne switchen gegen was anderes. Jetzt haben wir es geöffnet. Weil ich finde, es geht einfach wirklich nicht gut. Na, dann wahrscheinlich eher den hier. Ich mal ab. 450% pro Sekunde. Gibt es noch was Besonderes später? Oder 650, okay. Dann werden wir mal diesen Strahl nutzen. Oha, sogar AOE. Geile Sache. Ich glaube, ich muss nicht gedrückt halten, oder? Oh, der hat aber hohen Cooldown. Das sollte man also eher für Bosse verwenden. Ja, ist schon, finde ich, besser. Gefällt mir. Gefällt mir mehr. Finde die Drachenbrut ist die Mission. Hier ist zum Beispiel... Achso, na gut, vielleicht wenn ich Gegner kille, öffnet sich das Tor vielleicht. Weil ganz oft komme ich da gar nicht ran an die Kisten, ne? Wir gucken einfach mal. Doch, jetzt ist sie offen, okay. Also man kann tatsächlich erst öffnen, wenn die Gegner besiegt worden sind. Gibt es gar nicht so viele von diesen Funktionen in dem Spiel, was mich echt wundert. Weil ich meine, wenn man es programmiert, dann kann man es doch gerne ruhig öfters mal nutzen, oder? Okay, ich glaube, das bringt eher was bei stillstehenden Gegnern. Die wir damit einfach wegseppen können. Nicht bei kleinen Gegnern. Da lohnt sich das, glaube ich, einfach nicht. Deswegen werden wir das mal ganz kurz switchen. Was ich öfters nutze, wird wahrscheinlich Blinzeln sein. Als schön starken Zauber, genauso wie hier, ne? Haben wir auch wieder eine Tür, die sich erst öffnet, sobald wir alle Gegner hier in der Nähe besiegt haben. Für die Drachenbrut ist abgeschlossen, okay. Jetzt zum Beispiel noch nicht, ne? Hier ist die Tür noch nicht geöffnet. Immer noch nicht. Schalter drücken kann man ja aber auch nicht, soweit ich weiß. Töte die dunkle Gebiete und das Ritual durchführen. Das Gute ist, ich kenne es ja mittlerweile schon. Das heißt, ich weiß, wo ich hinlade. Schon muss beim ersten Mal. Das ist sehr vorteilhaft für uns alle. Das erste Mal, aua. Erste Mal, als ich hier langgelaufen bin, habe ich halt einen Gegner übersehen und musste einfach den kompletten Weg zurücklaufen. Was ultra nervig war. Vielleicht sind das die Gegner hier noch, die stören. Für die Truhe.
Ja. So, haben wir immerhin zumindest alle Kisten geöffnet. Werde ich wahrscheinlich nie wieder machen. nie wieder. So, wir müssen 2 von 5 haben wir gekillt. Jetzt kommen wir 3 von 5. Oh, 4 von 5. 5 von 5. Okay, der lebt noch. Die dunkle Mistress. Und ich soll Garms Bau finden. Ja, okay, dann muss ich weiter unten lang. Alles klar. Ja, dieser Skill. Oh, da kommen schon wieder welche. Den Skill, den ich jetzt reingenommen habe, der ist halt wirklich eher für Einzelkills. Da hinten haben wir nämlich noch einen Bossgegner, und zwar sie hier, die Aeforia, die Ritualistin. Das ist nämlich eine Mission gewesen, die du dann halt erst sehen würdest, wenn du den Gegner gekillt hättest und hättest dann komplett wieder zurücklatschen müssen. Also, hier sind wir gerade und du müsstest von hier oben halt wieder zurücklatschen. Das war nervig tatsächlich. Das war sehr nervig. Ja, mal ein schönes Ritual, ne? Haben wir sie glücklicherweise unterbrechen können dabei. Keiner wird das hier überleben, Leute. Keiner. Jeder wird sterben von diesen Gegnern. Also für eine. Ja, ich weiß. Ich würde jetzt vielleicht doch auf die größte Map. Weil ne, es gibt noch eine größere. Das ist die zweitgrößte Map, die in diesem Spiel gibt. Aber leider zu wenig Gegner immer auf einmal. Ich würde schon ganz gerne, dass mehr auf einem Haufen werden, ne? Nicht so weit verstreut. Aber whatever. Und wie gesagt, sobald wir das durch haben, ich werde einfach mit dem... Ich muss sagen, der Schütze macht deutlich mehr Spaß. Einfach auch, weil er ein schöneres Skillset hat, ne? Damit kann man einfach ein bisschen mehr machen. Look, a gemstone. Lavakrater, pipapo. So. Ah, oh, habe ich den Frostschaden noch nicht ganz nicht richtig verstanden, muss man sagen. Finde Garms Bau abgeschlossen. So, das ist jetzt auch noch was Nerviges. Und zwar kommen jetzt die ganze Zeit nämlich diese hässlichen Viecher hier raus. Das heißt, wir müssen jetzt die ganze Zeit killen, die immer wieder in regelmäßigen, noobigen Abständen rauskommen. Bevor wir diese Kiste öffnen dürfen links, ne? Das heißt, wir bleiben jetzt noch mal kurz eine Weile stehen. Okay. Ist jetzt nicht so lange, wie ich gedacht hätte. Hier haben wir noch irgendwas. Liegt irgendwas auf dem Boden. Ah, dieses Blaue, seht ihr das? Weiß nicht, was das ist. So, dann kommen wir zu Hüter Garm. Hier ist sein Areal. Und da ist er. Der Drache Hüter Garm. So, einfach ein Strahl. Zack, 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 zack. Na, wir werden einfach die ganze Zeit wegsnipen. Oh, okay, hat eine bestimmte Cooldown. Oder eine bestimmte Haltbarkeit nur. Und er vergiftet sehr schön, ne? Also macht guten Schaden. So, alle drei Kisten noch mitnehmen. Und jetzt kriegen wir alles. Seht ihr das? Wie viel Geld? 3,6 Millionen. 3,6101 Millionen. Also, es fliegt alles, kein Ding. Es kommt einfach komplett vom Berg runter geflogen. Und seht ihr, hier den ganzen Weg bin ich lang gelatscht. War schon ein großer Weg, ne? Wir haben einfach, na gut, 4000 Gold ist jetzt nicht so viel. Tatsächlich. Du hast die Drachenbrut befreit und die Quelle der Blutseuche zerstört, Dagi. Dein Name wird in die Geschichte eingehen. Die Drachenklingenklaue bekommen. Königsmacher. Der letzte Kampf um das Land der Ozok steht dir nun bevor, Dagi. Gritzwald erwarte ich in Morgenheim, dem Machtzentrum der Ozok. Dank dir wurde das Vermächtnis der Drachen von Demeter bewahrt. Es heißt, die Drachen würden den Äther erschaffen, der Eternium zusammenhält. Ohne ihn wären wir alle verloren. Ja, sehr gerne. So, hier haben wir noch eine Fertigungsanleitung, die wir kaufen können. Rakshut und seine Garde haben das Vermögen der Leute geplündert und ihn in Truhen gesammelt, die in der Burg gelagert sind. Erleichtere sie um ihre Vermögen, Dark, und führe ihnen einen besseren Nutzen zu. 5 Truhen plündern. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen vernuddelt. So, mir hat auch jemand einen Kommentar geschrieben, netterweise, dass einer einen Freunde-Code benutzt hat. Aber scheinbar noch nicht funktioniert. Wer ist denn neu? Master Ludi, glaube ich, ist neu, ne? Du bist neu, mein Freund. Frostblitz und arkane Geschosse. Froststrahl hat auch Froststrahl, sehr nice. Level 2 schon. Und Schnelligkeit. Na, sieht doch gut aus.
Auch ein Bro. So 5,2% Schaden. 10% Chance. Ich finde halt, er macht zwar 5,2% Schaden mehr, aber dafür 15 Zähigkeit wegen Vitalität wahrscheinlich. Oder? Ja, das fehlt zum Beispiel. Und wir haben halt nur die 8% Chance. Aber ich mache 5% mehr Schaden. Ah, schwierig. Eine Erholung? Okay. Wirklich schwierig. So, das bringt mir halt alles irgendwie nichts, ne? Das ist alles irgendwie Müll. Weil ich halt das Set brauche oder das Set behalten möchte. Weg damit. Ja, dieses kleine Inventar ist schon nervig. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich einfach meinen Schützen nehme. Weil da habe ich nämlich ein maximales Inventar. Wir können mal ganz kurz in den Schützen reingucken. Event läuft aktuell bei mir noch. Was haben wir hier noch schönes? Wärmesucher auf Level 8 fertig, aber auf Level 9. Let's go. Genau, haben hier halt ein schönes, wunderbar volles Inventar. Wir können gleich mal natürlich gucken. Und die Juwele freischalten. Let's go. Ja. Ansonsten ist alles frei. Außer das hier halt, ne? Das kostet aber auch da 900 Juwele. Das ist also egal. Und das wird ja eh das Max-Lager werden dann halt. Deswegen ist okay. Haben wir da mal ganz kurz gemaxt. Den können wir dann demnächst spielen, sobald wir hier durch sind. Morgenheim. Sobald wir die Verderbnisrituale beendet hatten, nahmen die meisten Ursoks wieder ihr normales Wesen an. Rakshul, der eindringende Ragadams Scherge, der den Ursok-Blutrausch verursacht hatte, zog sich zusammen mit seinen Anhängern in die Burg Morgenheim zurück. Wir müssen ihn aufhalten und ihm das Schlüsselfragment abnehmen. Fremder, nur noch ein Kampf trennt dich vom Schlüsselstein der Treue der Ursok. Noch Rakshul und sein verseuchter Wächter stehen dir im Weg. Sie haben sich auf Burg Morgenheim zurückgezogen, ihre letzte Festung. Warte auf mich, Griswold, es ist bald vorbei. Oh nein, Fremder, kein König kann still sitzen, während andere ihre Kriege führen. Ich bin eigentlich hinter dir. Komm, wir wollen Rakshul doch nicht warten lassen. Hilf Griswold, Rakshul zu besiegen und seinen rechtmäßigen Platz als König der Ursok zurückzuerlangen. Ich kriege ein schönes Büchlein. Jetzt sind wir wieder im Grünareal. Na? So, diese Map mag ich zum Beispiel sehr, weil sie kurz ist, kompakt. Und sehr stark scheinbar. genau. Und halt viele Kisten beinhaltet. Levelaufstieg. Okay, aber wir sind gleich gestorben. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Genau, die Truhen plündern wir mal eben hier alle. Ja, da wurde ich einfach auseinandergenommen, ne? Da hat die Zähigkeit doch schon was bewirkt, was meine andere Waffe hatte. So, hier ist noch die Kiste. Frostschrei Level 2 ist abgeschlossen. Let's go, auf zum nächsten. So, ja, mal wieder super viele Gegner. Oh ja, okay, meine Vitalität ist ultra low. Wahnsinn. Meine Vitalität, ich hätte die andere Waffe nicht verkaufen dürfen. Ich habe meinen Trank von scheinbar genutzt, aber ich wurde trotzdem getötet. Ja, ich hätte das Ding nicht verkaufen, Dingens dürfen. Nicht vergeben dürfen. Oder ich darf aber manchmal in die Gegner reinlaufen. Aber ich will in die Gegner reinlaufen. Gegner reinlaufen ist cool. Warum brauchen wir noch einen? Okay, wir wurden noch angegriffen. Gemstone. So, die letzte Kiste. Oh, war schon die letzte Kiste vorhin gerade? Nein. Ja, beim Schütz kann ich einfach durchlaufen, ne? Hier habe ich große, große Probleme. Uiuiuiui. Ja, ich krieg gut aufs Maul, ne? Muss man schon mal dazu sagen. Aber meine Skelette helfen mir sehr gut. Oh. Muss das, glaube ich, da nochmal tauschen. Verwechsel ich ständig. Ja, mit dem Schützen finde ich es irgendwie einfach, in den Gegner reinzulaufen. So, da haben wir den Gegner. Rakshul, der Eindringling. Aua. Der hat viel Leben, muss man sagen, ne? Der haut gut rein, oder? Aber schon nicht schlecht. IS, da stand IS. Der IS war da gewesen, Leute.
Bam. Freeze. Und nochmal ein Blinzeln. Stirb, bevor ich sterbe. Danke. So. Puh. Also, es war ein starker Gegner. Ich bin ja einfach zweimal gestorben. Und wieder einmal warst du siegreich. Ich habe dir alles zu verdanken, Fremder. Und dein Ursoc begleicht immer seine Schuld. Besonders dein Ursoc-König. Die Ursoc-Anhänger werden an der Seite der Eldaranischen Armeen gegenüber Ragalams Schergen kämpfen. Du sollst wissen, dass wir immer hinter dir stehen und dass ich stolz bin, dein Freund zu sein. Oh yeah. Danke. Ich muss mit Alaria noch reden, ne? Nun, da Grisma wieder auf dem Thron der Ursoc sitzt, haben wir einen wertvollen Verbündeten im Kampf gegen Ragalam gewonnen und das erste Fragment des Schlüsselsteins erhalten, der das Portal mit Energie versorgt, das unser Schicksal entscheiden könnte. Ja, sehr gerne. So, wir können das auf jeden Fall verbessern. Das hat nämlich 3 Stat-Punkte sogar. Nice. Aber ansonsten nicht so viel. Vielleicht kann ich mir eine neue Waffe gleich mal craften. Ups. So, das haben wir erledigt. Versuchsgelände. Darky, Grisma, der Ursoc-König, erwartet dich in der Wüste von der Trostlosigkeit. Anscheinend hat er einen Auftrag für dich. Falls du ihm helfen willst. Falls du ihn annimmst, hat er ein Geschenk bei mir gelassen. Komm zu mir zurück, wenn du seinen Auftrag erledigt hast. Siegel der königlichen Schmacht. Nice, die wilden Krieger. Ich habe mir die Schrift noch mal genauer angesehen, die du aus der Bibliothek in der dunklen Zitadelle mitgebracht hast und dabei einen Hinweis auf Sivari, den Bewacher des zweiten Schutzsteinfragments gefunden. Es gibt auf der anderen Seite des Äther-Abgrunds noch andere Inseln, die von dem Stamm der Minotauren bewohnt werden. Über die Minotauren ist nun bekannt, dass sie und die Ursoc seit Generationen gegeneinander kämpfen. Die dunkle Zitadelle, die früher als Weißmond-Wehrturm bekannt war, wurde damals von den Ursoc zur Verteidigung gegen die Minotauren gebaut. Seit die Ursoc-Krieger vom Blutrausch befallen wurden, haben die Angriffe der Minotauren jedoch aufgehört. Das muss irgendwie im Zusammenhang stehen, Darky. Ragalam versucht, alles Leben auf den Welten zu unterwerfen, die er für seine finsteren Machenschaften nutzt. Ich glaube, dass du mehr über diesen Sivari erfahren wirst, wenn du den Äther-Abgrund überquerst und die Minotauren aufsuchst. Immer viel Text. So, erstmal gehen wir ausschlachten und wir gehen jetzt neu craften. Ich hätte ganz gerne eine neue, schöne Waffe. Die Frage ist natürlich, was machen wir? Wir hätten höchstens das hier. Wir könnten es machen, ne? Möglich wäre es. Kostet einfach 93 Silberornamente. Aber es lohnt sich halt, wie gesagt, bis Level 70 eigentlich überhaupt nicht. Ja, trotzdem mal gucken, was wir machen können. Wir nehmen eine Kraft mit, Eile, Vitalität meinetwegen und Crit-Wert, um zu critten. Ah, ich würde halt diese Upgrades mit dem Dings hier bekommen, ne? 767 bis 1556. Dann würden wir den Max-Schaden deutlich übersteigen, aber wir würden natürlich auch Minimal-Schaden haben. Und da kann ich das hier noch nicht craften. Weil die Anleitung noch nicht da ist. Könnte ich aber auch eine andere Waffe. Elban-Zepter. Ah, naja, ist nicht so gut. Das ist das, was ich jetzt schon habe. Ja, ich finde, lohnt sich jetzt nicht so. Wir machen das mit Level 70 wahrscheinlich. Dingensen. Crafting. Und wahrscheinlich erstmal im Schützen, ne? Die Wüste der Trostlosigkeit. Jetzt, da der Ursoc-Eindringen gestoppt, der Blutrausch geheilt und der rechtmäßige König wieder auf dem Thron ist, befassen wir uns mit den Minotaurus-Stämmen. Die Minotauren sind wilde Krieger, denen Stärke über alles geht. Auf der Suche nach dem zweiten Schlüsselfragment reisen wir in die Wüste der Trostlosigkeit. Das ist tatsächlich eine Wüste. Fremder, das Volk von Ursoc hatte nie gute Beziehungen zu den Minotauren. Es sind Wilde, die sich am Kampfgetümmel erfreuen. Aber eines respektieren sie, das ist Stärke. Besiege ihren stärksten Gegner im Kampf und sie werden freundlich zu dir sein. Freundlicher zu dir sein. So. Get down the Hilo. Na, wir haben gleich natürlich wieder einen Lab. Also Levels kriegt man hier ziemlich flott. Und ich freue mich auf die Champion Level dann, die ich hier mit farmen kann. Roman hat Level 60 erreicht, sehr nice. Genau, ich muss 15 Elite killen, glaube ich. Genau, 15, töte 15 Elite. Von den Minotauren. Dann haben wir hier auch diesen Lava-Teil. Na, hier. Tschachtsch. Alles einzelne Inseln, ne? Ist ja Wahnsinn. So, hier war ich auch schon mal. Ich glaube, hier kommen Hunde, ne? Ja. Da sind die Hunde. Ich glaube, ich habe es mit der Map verwechselt. Mit einer anderen, die ich kenne. Look, a gemstone. Nice.
Oh, diese Bäume, ganz ehrlich. Alter, wie stark sind diese Bäume, dass die mich ständig blocken. Ist einfach nichts, weißt du? Zwischen uns ist, hier ist einfach nichts. Ja, runterzufallen würde einfach den Tod bedeuten. Hier kommen die Wölfe. Ja. Hier sind die Wölfe. Ich alle anlocke. Um sie dann gemeinsam zu killen und viel Erfahrung zu kassieren. Oh, wir haben die. Okay, die Dings haben wir gekillt. Jetzt müssen wir noch den Anführer der Minotauren killen. Und es ist voll lustig, wenn ich hier in der Nähe von diesem Kantara bin, der bufft mich, seht ihr das? Die Geschwindigkeit ist wieder weniger, jetzt wieder mega viel. Ha! Du bist eine merkwürdige Kreatur, Rosa Haut. Du hast viele starke Krieger besiegt, um so weit zu kommen. Ich gebe zu, dass du einiges auf dem Kasten hast. Sie haben uns angegriffen, wir wollten keinen Ärger, wir möchten nur reden. Keiner der feigen Unser kommt nur her, um zu reden. Beweise deinen Wert, indem du meine Ehren gerade in einem ehrenhaften Kampf besiegst, dann werde ich dir eine Audienz gewähren. Okay. Töte die Blutstände. Oh, das war die schon gewesen. Ups. Okay. Sehr gut, Rosa Haut. Deine Stärke ist beeindruckend. Ich werde in der Lage gehen und die Fragen deines Volkes beantworten. Danke. Du musst mir nicht danken. Wir haben Respekt vor Stärke und du hast dir meinen Respekt nun einmal verdient. Oh, und ich kümmere dich um die Narbenbaumaufseher, wenn du meine Hilfe willst. Töte die Narbenbaumaufseher. Eine kleine Unterstützung für ihn. Ach, hier sind sie. Sehr nice. Gekillt. Und wieder ein Gem bekommen. Und wieder ein Gem. Und wieder ganz viele Gems kriegen wir hier regelmäßig. Ja, plus ein Juwel durch das Abschließen der Mission. Das war's. Mehr kommt nicht? Okay. Wir haben schon wieder einfach. Wir haben einfach 4342 Gems. Das ist schon echt viel, ne? Schon echt krass. Ein neuer Tag, eine neue Krise. Diese Minotauren sind zwar wilde, Darky, doch sie scheinen eine Art Ehrenkodex zu haben. Vielleicht kann man doch irgendwie mit ihnen reden. Ein neues Item. Ja, leider fehlt hier mein Crit-Wert, ne? Ja. Aber ich krieg super viel anderes Zeug dazu. Deswegen ist das schon ganz okay. Nehmen wir mit. Na, wir behalten den Set, das Set-Item, oder den Set-Effekt. Die Politik des Blutes. Darky, Kantara hat zugestimmt, dich im Narbenbaumwald zu treffen. Sie sagt, dass er die Heimat von Sivari ist. Geh schnell zu ihr. So, und wir kriegen den Siegel der Königin. Vielen Dank, Darky. Nice. Ja, aber ich hier natürlich den... Schwierig. Eile Kritwert, Kritschaden, Kraft. Eile Kritwert, Kritschaden, Kraft. Tja, das ist ein schöner Ring. Wir werden ihn doch einfach mal reinpacken. So. Jetzt kommt das nächste 900 Juwelen. Ist okay. Also, es ist okay. Die ganzen Items kommen hier mal rüber. Damit wir hier was anderes reinmachen können. Dum, 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 dum. So, wir haben noch 3900 Juwele. Okay, das kann man machen. Kann man mitnehmen. Der Narbenbaumwald. Wir erfuhren, dass Sivari einst Kriegshäuptling des Narbenbaumstammes war und sich selbst zur Oberherrin der Minotauren erklärt hat. Obwohl sie nicht jeder unterstützt, wirken sie und ihre Anhänger ungewöhnlich stark. Wir durchqueren den Narbenbaumwald und das Gebiet des Narbenbaumstammes, um den Grund für ihre seltsame neu gewonnene Kraft zu finden. Das muss ich sagen, ist sehr nice, weil das einfach ein schönes grünes Areal ist. Du willst also... ich das lesen? Machen wir. Du willst also Sivaris kleines Geheimnis erfahren? Wie es aussieht, haben du und ich etwas gemeinsam, Rosa Haut. Sivari war früher nur ein Minotaurus-Kriegshäuptling. Erst vor kurzem hat sie sich zur Oberherrin der Minotauren gemacht. Aller Minotauren, außer meinen Anhängern. Ich werde dir ihre Geschichte erzählen. Vor ein paar Sonnenzyklonen, Zyklen, war der Narbenbaumstamm nur ein Haufen ausgestoßen, ein Stamm von Dummköpfen, vor dem kein Minotaurus Respekt hatte. Seine Mitglieder waren schwach und verloren jede Kanja-Jagd, an der sie teilnahmen. Niemand respektierte sie. All das änderte sich, als sie eine neue Anführerin bekam, die Mächte besaß, die kein Minotaurus je gekannt hatte. Diese Anführerin war Sivari. Sivari forderte alle Stammesführer zu einem Kampf heraus und besiegte sie alle. Sivari entschied sich, an der Anführerin des Blutsteinstammes Inari ein Exempel zu statuieren.
Sie war riss Inari vor unseren Augen das Herz heraus. Sie war unsere Stammesführerin. Wir gingen ins Exil und ich schwor, Sivari eines Tages zu rächen. Es tut mir sehr leid zu hören, Kantara. Kantara sieht dich mit flammenden Augen an. Ich brauche dein Mitleid nicht, Rosehaut. Du solltest mich nicht verärgern. Eins musst du wissen, Inari war etwas ganz Besonderes für mich. Ich werde nicht ruhen, bis Sivari tot zu meinen Füßen liegt. Ich habe schon lange vermutet, dass ihre Macht unnatürlichen Ursprungs ist, aber ich wusste nicht, was du über diesen Ragadam weißt. Wenn er tatsächlich so stark ist, wie du sagst, und Sivari diesen Schlüsselstein hat, von dem du sprichst, dann muss er die Quelle ihrer Macht sein. Als Sivari vom Gelände ihres Stammes kam, hatte sie bereits eine unheilvolle Macht. Unheimliche Macht. Das Geheimnis muss irgendwo im Narbenbaum-Territorium liegen. Wir müssen das unbedingt herausfinden. Du musst zur Narbenbaumfestung gehen, Rosehaut, und eins deiner Portale dort aufstellen. Nur so können wir sie belauschen und ihr Geheimnis ans Licht bringen. Die anderen Minotaur-Stämme sind nicht loyal gegenüber Sivari. Sie folgen ihr nur, weil sie sich ihr Anführer als schwach erwiesen haben. Aber wenn Sivari ihre eigenen Leute nicht gegen uns verteidigen kann, könnte in ihren Reihen Missstimmung entstehen. Töte die Narbenbäume und markiere den Boden mit ihrem Blut. Ja, 100 Minotauren. Die aber auch sehr stark sind, muss man dazu sagen. Ne? Die sind jetzt nicht schwach. Die haben schon ziemlich viel Power. Oh, ich hätte ganz gerne die Truhe. Danke sehr. Also wenn du so ein paar Minotauren bei dir hast, dann hauen die schon gut rein. Habe ich mehr als einmal gekillt. Immer witzig, wenn du einfach reinläufst und auf einmal killen die dich alle. Weil auf einmal 100 Minotauren stehen. Freeze. Oh, hinter mir ist noch was. Wo kommst du denn her? Ey, wo kommt ihr denn her? Sind noch mehr? Nee. Wo zum Geier kommt ihr denn her? Genau, ich laufe da meistens mal so durch. Bliblablo. Ja, ja, ja. Und dann gibt's auf die Fresse, ne? Und wieder ein Gem. Kommt ihr mal alle hergespawnt? Einfach aus dem Nichts kommen die. Zwei Kisten. Ah, leider sind in den Kisten meistens immer nicht so geiles Zeug drin. Das finde ich ein bisschen schade. Dass da meistens immer nur Schrott drin ist. So. Mann, ich kann mich nicht über Hindernisse blinzeln. Oh, schade. Weil viele Kisten hier einfach rumliegen, ne? Das ist irre. Wir haben auf jeden Fall auch Wasser. Das ist eine Insel, die scheinbar... Wobei, das sieht auch schon ziemlich heiß aus, oder? Aber jedes Mal bleibe ich an irgendeinem Busch stecken. Boah, ich hasse diesen Wald. Jetzt hasse ich ihn doch auf einmal. Durch Feuer und Strahl, Mission erledigt. In einen geeigneten Ort für ein Stadtportal. Und wir haben gleich wieder ein neues Level. Wir bringen nämlich ziemlich viel Erfahrung, diese Gegner. Hätte ich gedacht. Aber doch nicht. Ich finde einen geeigneten Ort für ein Stadtportal. Okay. Aber wir werden den Feind hinterherlaufen. Denn wo ich hin muss, ist da hinten. Um ein Stadtportal aufzustellen. Um sie zu belauschen. Hier ist allerdings noch nicht der Bossgegner. Er erwartet uns an einem anderen Ort. Modern Combat. Oh. Okay. Töte den Anführer der Wache. Die Skelette hinter mir herklappern. Ah? Oh, eine schöne Mission, eine schöne Map auf jeden Fall. Grafisch, ne? Schöne Grün. So, da haben wir ihn. Anführer der Wache. Oh, ich wollte meinen Trosch da raushauen. Naja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Wir haben Level 67 erreicht. Drei Level fehlen also nur noch.
Ihr Geheimnis liegt also in der Narbenbaumfestung. Wir werden sie angreifen müssen, Daki. Meinst du, dass du der Aufgabe gewachsen bist? 180.000 XP. Das Geheimnis der Narbenbaumfeste. Kantara hat den Eingang zur Narbenfeste gefunden. Narbenbaumfeste. Sie wartet drinnen auf dich. Chemische Kriegsführung. Mein Spiel berichtet mir, dass die Schwestern von Ragadam in der Narbenbaumfeste gegenwärtig sind und sie führen eine Art von Experimenten durch. Bring mir, woran sie arbeiten, Daki. Okay. Das ist auch eine tägliche Mission, ne? Die Narben, die chemische Kriegsführung. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Verbesserung. Igneos Flammensäule haben wir hier. Brauche ich allerdings Level 68 dafür. Bringt mir auch nicht allzu viel, leider. Leider, leider. Was kostet es hier? Na, vergiss es. Ich zahle hier keine 800 Gems dafür. Die Narbenbaumfeste. Von dieser neu entdeckten mysteriösen Stärke zählte der Narbenbaumstamm zu den schwächsten Minotauren. Die Außenseiter lernten im Gegensatz zu den anderen ihrer Art, ihre Siedlung unterirdisch zu bauen. Die Narbenbaumfeste ist ihre unterirdische Hauptstadt. Hier könnten wir die Antworten auf unsere Fragen finden. Die Narbenbäume sind es gewohnt, sich unter der Erde zu verstecken. Typische Ratten. Hier hat Sivari ihre Macht erlangt. Bewege dich in die Dungeons leise, wenn du musst. Laut, wenn du kannst. Finde ihr Geheimnis daraus und zerstöre es. Oh, und töte auch ihren Blutpriester. Katara grinst blutdürstig. So, wir haben auf jeden Fall ziemlich viele Geister erstmal am Anfang. Hier im Areal. Können wir ganz kurz alle anlocken. Und die gehören natürlich auch noch mit dazu. Uff. Auch hier wieder, das Tor öffnet sich erst, wenn wir alle besiegt haben. Zumindest vorne am... Oha, so viele Skelette. Zumindest vorne am Haupttor. Besiegt. Nice. Okay, ziemlich viele Tote gewesen. Wie sieht die Map aus? War, glaube ich, noch nicht die größte Map. Nee, nee. Da war ja die andere Größe. Es gibt tatsächlich noch die... Noch eine größere. Die habe ich mir tatsächlich auch gar nicht richtig angeschaut. Hier ist sogar eine Kiste. Noch gar nicht gesehen. Ich bin echt gespannt, wie ich mir die jetzt ein bisschen genauer angucke, die Map. Auf jeden Fall, das ist scheinbar unterirdisch. Und die haben sich versteckt, die Feiglinge. Bin gespannt, was uns hier noch so auflauert. Überall Kristalle. Diese wunderschönen Kristalle. Wo ist da eine Kiste versteckt? Wie komme ich denn daran? War das? Das war, glaube ich, nicht beabsichtigt, ne? Das ist natürlich doof. Ich muss nämlich wieder zurück. Ich glaube, wir haben ja kein Tor, was ich nur auf der anderen. Okay. Hier haben wir nämlich noch die Nebenmission, finde, was die Schwestern arbeiten. Das ist natürlich interessant gewesen. Einfach schön durchgebackt durch das Feuer. Okay, das war nicht mein Plan gewesen. Aber es hat funktioniert. Das war lustig. Gucken wir noch ganz kurz von der anderen Seite hier rein. Ja gut. Hier war spaßig. For Treasure. So, noch einmal nach unten bitte. Oh, dann freue ich mich wieder, wenn ich am Ende der Mission angekommen bin und einfach alles bekomme an Gold und Edelsteins und alles, was hier sonst noch so rumläuft. Oder rumliegt. Hier haben wir ein paar Häuser. Meine Skelette sterben gerade alle. Hier eine Brücke. Ich will mich dann schon wieder durchbacken, weil ich keinen Bock drauf. Aber hier wird Zivilisation, ne, mit den Häusern. Ganz so dumm scheinen die doch nicht zu sein. Okay, das sagt mir gar nichts, dieser Bereich hier. Ich finde doch, dass mein Held zu langsam ist. Ich finde, der sollte ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit haben. Oh, falsches. Das soll ich doch benutzen.
Machen wir mal einen Laserstrahl durch alle durch. Also ein Froststrahl natürlich. Ja gut, so einfach geht's auch. Und die haben einfach keinen Bock mehr gehabt, mich zu verfolgen. Ja gut, kann man so auch machen, ne? Werde ich trotzdem finden und besiegen. So, hier bin ich, das, was die Schwestern da, was ich gerade aufgesammelt hatte bei den Tischen. Bei den ganzen Magiern. Da muss ich bei dem ersten Run tatsächlich auch nochmal zurücklatschen. Weil ich auch das nicht gleich gefunden habe. Und übersehen habe. Wieder ein Gem, wieder ein Gem, wieder ein Gem. So viele Gems wie hier rumliegen. Mir geht's eigentlich nicht lang, ne? Schau mal, geht's da lang. Ein frischer Zombie noch, let's go. Wir folgen erstmal einfach mit dem Pfeil. Töte die leeren Durchdringer. War auch nicht der Boss, ne? Nee. Das war nur. Oh, zerstören leeren Kristall. Das war nur eine Garde, eine Verteidigung. Irgendwie sowas. Und hier hinten ist erst der Bossgegner. Immer in der richtigen Reihenfolge, sonst hätte man es wieder verkackt, ne? Oder ich hätte es dann verkackt. Narbenblom. Ja gut, dann sei einfach total scheiße. Total schwach. 3,6. Oh, ich habe Gold ausgegeben. Warum habe ich Gold ausgegeben? Für das Rezept. Ich weiß nicht. Die Wahrheit ist, dass wirklich nur eine Schachfigur dieses Ragadams ist, der für Inaris Tod und Kantaras Leid verantwortlich ist. Dann sperre ich. Okay, haben wir erledigt. Läuterung der Lehre. Jetzt kennen wir das Geheimnis der Macht des Namenbaums. Diese leeren Durchdringer verseuchen die Ätherkristalle, um die Lehre zu nutzen. Kantara sagt, dass man die leeren Kristalle nur auf dem Kristallberg findet und wartet dort auf dich. Die Kraft des Feindes. Daki, der Namenbaum, Minotauren auf dem Kristallberg tragen mit leere durchtränkte Talismane mit sich die Quelle ihrer erhöhten Kraft. Bring mir einige Proben, wenn du sie bekommen kannst, sodass ich sie untersuchen kann. Na, Logo. Hat er mal was für mich? Ne. Lass mal alles wieder verschreddern. So. Machen wir die Mission noch. Kristallberg. Die leeren Durchdringer der Narbenbaumfeste verdarben Ätherkristalle vom Kristallberg. Wenn wir ihre Zufuhr unterbrechen, wird die Machtquelle des Narbenbaumstammes zerstört und wir können uns ungehindert um Sivari kümmern. Wir müssen unseren Feind schwächen, indem wir seine Kristallvorräte zerstören. Wenn die anderen Stämme seine Schwäche bemerken, werden sie unserem Banner folgen. Nur die Starken verdienen es zu herrschen. Das ist der Weg der Minotauren. Oh, eine schöne Eisgegend. Von Pflanze zu Feuer, Eis. Warum nicht? Einfach mal alles wild, kreuz und quer, wa? Alles kreuz und quer an Biotopen. Hört sich schon wieder Endmucke an, ne? Nee, die Truhe da oben schon gesehen. Nein! Oh, ich will nicht rumbacken. Ah, die Kristalle sammeln, die Talisman sammeln später auf. Die kommen möglicherweise zu uns geflogen. Was ein Luxus. Die Frage ist, wenn ich mal ganz kurz die Mission angucke. Okay. Keine Abhängigkeiten voneinander. Sehr gut. Na, Treasure Chest, leider ist da nur Müll drin, immer wieder. Aber was will man machen, wa? Was will man machen? Ging's da auch noch lang? Ich glaube, hier geht's lang. Gucken wir ganz kurz nochmal hier. Ja, wunderbar. Ein paar Skelette. Ein paar Zombies. Wir kriegen einfach Milliarden von diesen Talismanen. Jeden einzelnen Gegner werden wir hier besiegen. Blum.
glaube, die Map war jetzt nicht so groß gewesen, ne? Ja, die ist gleich vorbei. Ich habe gar nicht so kleine Erinnerungen. So kleine Erinnerungen habt ihr doch schon richtig. Töte den leeren Ernter. Na gut. Okay. So, Mission abgeschlossen. Die 15 Amulette. Beide abgeschlossen. Die Gesellschaft der Minotauren respektieren Stärke. Wenn die Stämme sehen, wie schwach der Nabenbaum eigentlich ist, werden sie sich sicherlich von ihm abwenden. Diese Talismane werden sich als unbezahlbar für meine Forschung über Raganams Methoden erweisen. Dagi, vielen Dank. Das Element der Überraschung. Sivari hat sich in der Drakmor-Zitadelle verschanzt, dem Machtzentrum der amtierenden Minotaurus-Oberherren. Ich vertraue auf deine kriegerischen Fähigkeiten, die du mehr als bewiesen hast. Aber wenn wir blindlings hineinstürmen, könnte Sivari entkommen. Wir müssen den Signalturm im Drakmor-Wald erobern, der über den Zugang zur Zitadelle wacht, bevor wir den Angriff beginnen. Wir werden nachts vom Wald aus angreifen und den Schutz der Dunkelheit nutzen. Ein Hundemeister bewacht den Turm gegen Eindringlinge, aber ich bezweifle, dass er auf dich vorbereitet sein wird. Töte den Hundemeister in den Turm ein, dann kann Sivari nicht entkommen. Schutz der Dunkelheit. Die Nabenbaum-Patrouillen haben auf der Straße im Drakenmoorwald Fackeln entzündet. Wir benötigen den Schutz der Dunkelheit, um die Wachtung zu überfallen. Lösche diese Fackeln, Daki. Wir haben auch 150.000 XP wieder, ne? Das ist Wahnsinn. So viel. Oh, jetzt brauche ich nicht verschreddern, das passt schon. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir haben nämlich jetzt schon wieder 40 Minuten erreicht. Dann machen wir doch an dieser Stelle mal eine kleine Pause. Viele Missionen sind es nicht mehr. Wahrscheinlich werden wir in der nächsten Folge die Story beenden. Und dann sehen wir weiter, meine lieben Freunde. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder von Eternium. Gerne eine Bewertung da lassen, den einen oder anderen wohl im Kommentar. Und bis dahin. Ciao, ciao, Leute.